Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich darf jetzt nicht wieder so einen blöden Fehler machen wie im letzten Spiel. Und wir wollen das Spiel gewinnen, damit wir Gold 1 sind, oder? Ich glaube, wir brauchen noch einen Sieg. Oh nein, jetzt bekomme ich die krassen. Jetzt bekomme ich die krassen. Alles klar. Bale, Neymar, Mbappé. De Gea, Alaba, Modric, Boateng. Jetzt ist es also soweit. Jetzt bekomme ich die krassen Gegner. Okay. Dann konzentrieren wir uns mal. Also die krassen Teams. Ob das jetzt auch die krassen Gegner sind, das ist meistens so, weil sonst würde man die so spät nicht bekommen. Aber man kann trotzdem gewinnen. Gerade in FIFA 18. Anfang gefällt mir. Elfmeter. Abseits. Guter Anfang, Gegner bisher nicht gut, vor allem der Verteidigung. Vom Angriff habe ich noch nicht so viel gesehen. Ja, okay. Pace. Was soll ich dazu sagen? Einfach nur Pace. Aber egal, wenn er so weiter in der Verteidigung spielt, dann schieße ich hier auch ein Tor mehr als der Gegner. Krass geiler Schuss von Strootmann. Komm, Koulibaly, jetzt brauchen wir mal eins von dir. Das ist aber leider kein Koulibaly. Oh, fick dich! Was für ein beschissenes Eigentor! Aber die Chance war gut rausgespielt vom Gegner. Das Eigentor war beschissen, ne? Meine Fresse! Was für ein Lacker! Aber egal, wie gesagt, gegen den traue ich mir immer noch 3 Tore zu. Eins. Nee, so war das nicht geplant.
Willam! Schade, schwacher Pass. Noch Mist. Ist leider die Ecke. Ich hab nämlich auf Passen gedrückt und wollte gerade, also auf Flanken und wollte gerade fragen, warum macht denn der gar nichts? Schiebe ich mal aufs Foul. Das sah eigentlich gut aus, bis dann welcher Rabi angefangen hat zu springen. Aber ich glaube, der hat auch schon mal einen Kopfballtor nach der Flanke gemacht. Bitte keine Ecke. Oh, zum Glück. Ja, geil, wenn wir auch mal wieder einen schönen Angriff aufziehen könnten. Hätte ich richtig Bock drauf. Och Mann, nicht mal eine Ecke. Yes! 2-2. Der ist halt im Angriff ganz gut, der Gegner, aber in der Verteidigung ist er wirklich schlecht. Nice. Come on, Baby. Das war so ein simpler Doppelpass. Come on. Jetzt machen wir noch ein drittes. Oh, Koulibaly, vielen Dank, dass du noch dran bist. Und wieder Koulibaly. Bin gespannt, aber irgendwann mache ich ihr, dann wenn man lang macht. Ah, der Glück. Machen wir wieder dran. Okay, das wird noch ein ganz, ganz krasses Spiel, weil der Gegner einfach offensiv so stark ist, aber defensiv nicht so gut. Also, mich würde es nicht wundern, wenn es hier am Ende 5-4, 6-4, 5-5 steht. Aber ich will es natürlich gerade in der Verteidigung, ich glaube, ich gehe jetzt auch mal auf defensiv, will ich natürlich versuchen, hier das solide runterzuspielen. Keine Tore mehr zu fressen. Aber ich wette mit euch, ich kriege noch mindestens eins. Aber ich will es nicht, ich will keins. Eieieiei, ja, wenn das nicht geil gespielt war, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt kommen wir feiern mit, ja, mit ihm hier, der diese Traumvorlage spielt. Ja, schade, dass die Vorlage nicht mit drin ist. Es war ein straffer Pass, weil ich dachte, der Weg ist soweit und es hat funktioniert. Okay, aber es reicht nicht, es reicht nicht. Wir müssen noch zwei Tore mindestens machen. Wir brauchen mindestens drei Tore Vorsprung, um ein bisschen entspannter zu sein. Weil zwei Tore hat er super schnell gemacht. Drei nicht so schnell.
Scheiße, den hätte ich vielleicht sogar flach schießen müssen. Mist. Das war eigentlich die Chance zum 4 zu 2. Mist, Mist, Mist. Den hätte ich vielleicht flach schießen müssen. Wobei ich es immer nicht so schlimm finde, wenn ich nicht flach schieße, weil es sind meistens Situationen, wo ich mich unsicher fühle mit einem flachen Schuss. Und dann nehme ich dann lieber den normalen. Tolisso, Casemiro, Modric, Bale, Alaba, Boateng, Valencia. Spielen sehr viele diese Alaba-Boateng-Geschichte da. Und dann halt meistens Tolisso. Nee, Quatsch, Vidal. Aber ja, dieses Bayern-Dreieck spielen viele. Ich glaube, Boateng, wegen Boateng. Ich glaube, die mögen einfach Boateng sehr und die meisten halt auch Vidal. Modric wurde gewechselt. Gegen wen? Felipe Anderson. Gegen Tolisso und Modric gegen für Rashford. Der müsste auch schnell sein. Ich dachte echt, Koulibaly knallt ihn jetzt rein. Oh nein, ich war zuletzt dran. Konzentrieren. Alu und dann ein Lackertor. Eieieiei. Alu und dann ein Lackertor. Sehr geil. Und das gegen das Team vom Gegner. Aber wie gesagt, es sind nur zwei Tore. Ich brauche noch ein drittes. Ist das aber trotzdem erstmal geil, aus dem 2-0 Rückstand ein 2-4 zu machen. Und dann hier ein schönes Lackertor, aber egal. Anderson einfach, der kämpft noch. Es geht auch auf sehr defensiv. Ich denke, er ist auch ein bisschen gepisst. Also, ich wäre zumindest angepisst an seiner Stelle. Es würde aggressiver, denke ich. Also, wenn wir jetzt ein Tor fressen, geht die Moral wieder hoch. Deswegen, wir müssen jetzt wirklich versuchen, kein Tor zu bekommen. Wenn wir jetzt noch eins schießen, könnte ich mir sogar einen Abbruch vorstellen beim Gegner. Aber wir dürfen jetzt keins fressen, weil die Moral dann wieder hochgeht. Solange wir keins fressen, ist alles gut, weil dann ist er angepisst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt dann halt irgendwas reißt, ist nicht mehr so hoch, weil er einfach schlechter spielt, sobald er angepisst ist. Aber danke, hat er seinen Vorteil ja richtig gut genutzt. Scheiße, Bale ist noch zu schnell. Das war geil, weil jetzt fehlt nämlich da der Verteidiger. Aber glücklicherweise spielt das nicht wirklich schnell nach vorn. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir nicht so gut gemacht. Das machen wir gut mit Kedira. Schwache Ballannahme, aber wir haben Glück. War ein normaler Pass, ich weiß nicht, wo man Laufpass draus macht. Ach du Scheiße, Alter, war das gefährlich. Ne? Ach, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Also ich war richtig, für einen Bruchteil von einer Sekunde war ich richtig verwirrt, warum der Ball jetzt da nicht von meinem Spieler aufgenommen wird. Oh, er macht einen vorgeschlagenen Wechsel, das ist ja interessant. Coming onto the pitch, number 17, Cedric Bakumbo.
Drittes Tor wäre definitiv der Deckel. Schade. Oh, zum Glück, das war ein schwacher Abschluss. Den hätte er besser schießen können oder besseren Abschluss wählen können. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt der Fehler vom Spieler war. Komm, schieß doch einfach. Hat aber auch nicht abgeschlossen. Da stirb ich nicht, weil wir haben den Ball. Siebenundachtzigste, jetzt brennt nichts mehr an. Die Flanke wäre geil gekommen. Schade. Zumindest was der Punkt so gesagt hat. Eieiei, ich habe das Gefühl bei Koulibaly, das ist wieder so einer, der hat keinen Bock hochzuspringen. Ich bin 1,95, ich bleibe einfach stehen. So vom Prinzip. Weil der springt einfach nie hoch und bekommt den Ball nicht. Dabei hat er ja eine Sprungkraft von über 70, was mega krass ist bei jemandem, der 1,95 ist. Krass, 2-0 zum 4-2 und das gegen Bale, Ronaldo, ah ne Quatsch, Bale, Neymar, Modric und wie sie alle heißen, richtig krass, richtig, richtig krass, vor allem dieser Dreiersturm von mit Mbappé halt, weil der ist ja ultra schnell, nice, aber ich hab's euch gesagt, ich kann hier auch noch entsprechend genügend Tore schießen, weil er einfach in der Defensive nicht stark genug war, 3 Tore Icardi, achso, da macht schon wieder mal 3 Tore, das ist gut, weil Icardi soll ja auch auf seine 2 Scorerpunkte pro Spiel kommen und Philipp Andersson mit dem letzten Tor war das Eigentore, Gulam. Ach so, stimmt. Da war ja was. Vorlagen hat aber auch Gulam eine. Philipp Andersson hat auch eine und Brozovic. Schauen wir direkt mal nach, wie es. Ach, Gold 1, oder? Aber wir können keine Elite 3 mehr werden, glaube ich. Aber müsste jetzt Gold 1 sein. Sehr geil. Gold 1, nice. Aber ich glaube, wir können. Da können wir eigentlich aufhören, wenn wir jetzt kein Gold 3 mehr werden können. Doch, wenn wir jetzt keine Elite 3 können, dann müssen wir aber alle 3 Partien gewinnen. Aber dann haben wir mit 18 Siegen sogar Elite 3. Und wir brauchen ja noch Tore. Deswegen ist es gerade ganz okay, also das macht jetzt nichts. Brauchen noch 4 Tore, okay. Icardi, 27 Spiele, 32 Tore. Scorerpunkte, also ist er noch ein bisschen weg von seinen 2 pro Spiel. Und was ist mit Werner? Zwölf Spiele, 18 Scorerpunkte. Aber ich werde jetzt, also ich versuche jedes Spiel zu gewinnen jetzt noch von den 3ern, aber ganz ehrlich, das werde ich nicht schaffen, weil jetzt kommen auch die schwierigeren Gegner, das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Aber wir probieren es. Aber es ist wirklich schwer, jetzt 3 Spiele in Folge zu gewinnen. Aber mir ist erstmal wichtig, dass ich Gold 1 geschafft habe, dass ich jetzt gerade ein wunderschönes Spiel gedreht habe. Da war ja auch dieses Spieldrehen nochmal wichtiger, weil hätte ich es verloren, dann hätte ich kein Elite 3 mehr werden können. So, er hat auch Khedira und Second In vom Kimmich, Birki im Tor, Benzema als Stürmer, Dembele, Martial, ja, es ist schon ein ganz anständiges Team auf jeden Fall. Nicht ganz so krass wie das letzte, aber dafür wird er wahrscheinlich in der Abwehr besser spielen. Cesna, ich habe keine Ahnung von wo dieses, also was, welcher Verein das ist hier, den ich hier habe, und wo dieses, welches Land das ist, mit diesen Seepferdchen, aber es sieht geil aus. Und es wird wahrscheinlich auch nie wieder geändert werden. Ich glaube nicht, dass ich in FIFA 18 ein geileres Dingens finde. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ein geileres. Aber wie heißt? Komm, ich muss mich aufs Spiel konzentrieren.
Emblem ist so halb richtig. Vereinslogo, Vereinslogo. Kein schöner Anfang. Gefährlich, was der Gegner da macht. Kimmich fehlt ihm jetzt auf der rechten Seite, deswegen können wir mal mit Brand durchziehen. Leider hat er da irgendjemanden. Oh, ich Vollidiot. Hat er da irgendjemanden, der es ein bisschen schnell ist? Die Grätsche mit Kramaric. Oh, fuck. Zu leicht abgedrängt. Ich merke, dass meine Konzentration gerade nachlässt, wenn ich ehrlich bin. Gut antizipiert vom Gegner leider. Läuft gar nicht gut. Ja, verdient. Leider verdient. Und wenn meine Konzentration nicht irgendwie besser wird, dann. Komm schon. Danke für diesen Scheißpass. War niemals so geplant von ihm. Och, lass es doch laufen, Mann. Schlechter. Ah, geht sogar noch. Gut antizipiert, weil er da stehen bleibt. Schade, dass ich nicht durchgezogen bin. Wenn ich da zum Abschluss komme, ist er drin. Das macht erstmal Hoffnung. Angreifen kann ich anscheinend noch. Ja, muss man trotzdem, war ein wichtiges Foul, auch wenn es jetzt hier eine gelbe Karte gibt. Es war halt ein taktisches. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich habe gedacht, dass ich die mit der Grätsche das hinbekomme. Oh, scheiße. Mit der Variante habe ich gar nicht gerechnet, deswegen hat er mich so überrascht. Habe ich auch noch nie gesehen, das erste Mal, als ich den FIFA 18 sehe. Also, dass hier jemand spielt. Ich kenne die natürlich. Ich sage ja, ich bin unkonzentriert. Ich merke, dass das meine. Wahrscheinlich auch, weil die Anspannung ein bisschen raus ist, Gold 1 geschafft. Aber auch so ein bisschen Müdigkeit. Ich merke, dass das ja einfach meine Konzentration gerade nachlässt. Ach, warum man den so scheiße spielt, den Pass. Ich weiß, aber gut, es ist Werner, ich verzeihe ihm. Sollte nicht dahin gehen, der Pass. War dumm der Abschlag. Abwurf.
Fuck! Ich wollte auf Schmelzer passen, aber ich muss mich konzentrieren. Komm. Ist das 1-0? Das ist halt das Ding, dass ich alle Spiele am Sonntag machen muss. Irgendwann ist es dann halt einfach so weit, dass man nicht mehr 100% konzentriert spielt. Würde ich es mir halt besser aufteilen, hätte ich jetzt, würde ich halt jetzt kein weiteres Spiel mehr machen, sondern würde halt die restlichen Spiele zum Beispiel morgen machen, wenn es gehen würde. Ich spiele so schlecht gerade. Ich merke das. Viel zu langsam im Kopf. Schade, ach, war kein Abseits, ne? Nee, mach da hin. Oh, nochmal auf Arangis passen. Fuck! Aber egal, mein Angriff ist ein bisschen besser. Okay, also da ist. Ich spiele gerade nicht auf meinem Maximum, aber da ist noch was drin in dem Spiel. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Außerdem braucht noch 4 Tore, fällt mir gerade ein. Verdammt. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich in den Squad Battles noch 4 Tore mache. Also wenn ich jetzt das Spiel hier verliere, dann würde ich wahrscheinlich einfach noch ein Squad Battle Spiel machen. Auf niedrigster Schwierigkeitsstufe. Schön mit Kramaric. Oh, bleiben wir echt noch hängen. Schade. Mama, ich gut gespielt. Abseits. Das macht er gut. Aber wie gesagt, ich bin echt so langsam. Das ist so krass, ich merke das halt richtig, wie langsam ich im Kopf bin. Im Vergleich zu den anderen Spielen. Ja, ein 2-0 wäre verdient. Geil gespielt, aber immer in die Ecke. Was? Nice luck. Alter, was spiele ich denn hier für Pässe, ey? Das wäre es jetzt noch gewesen, aber es klang nach schwachem Fuß auf jeden Fall.
Scheiße, ich bin so im Arsch, Mist. Würde halt gerne jetzt hier noch die letzten drei Spiele mit voller Konzentration spielen, um halt noch eine Chance auf Elite 3 zu haben, aber habe ich halt nicht mehr. Und ich denke, Brand muss ich echt gegen Zuber austauschen. Das funktioniert einfach nicht. Er macht einfach nichts. Er macht keine Scorer-Punkte. Ich lasse ihn jetzt die letzten Spiele hier noch drin, aber in der nächsten Weekend League muss er dann leider rausfliegen. Aber ich denke, der wird den Preis auf jeden Fall steigen und vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Ich denke aber offensiv. Ja. Das rumge Eier wohl nichts gebracht. Jetzt schon auf Zeit oder was? Macht er gut und ja, okay. Komm jetzt einfach ein Lackertor. Fast! Sollte ich das Spiel jetzt noch irgendwie schaffen zu reißen und zu gewinnen, dann würde ich sogar noch mal Pause machen, um mich noch mal die letzten beiden Spiele konzentrieren zu können. Aber wenn nicht, dann werde ich als letztes einfach ein Squad-Building-Spiel machen. Mit easy Gegner. Lustig. Gibt leider nur einen Wurf. Scheiße, Grammar hat einfach überhaupt keine Ausdauer mehr. Muss natürlich zum Gegner kämpfen. Ach, Zeitspiel. Danke.
Ist mir scheißegal, habe ich rot bekommen. Okay, nur gelb. Ist natürlich rot von hinten rein, also ist eigentlich rot. Aber spielt für mich jetzt gerade keine Rolle mehr. Wenn er das braucht, dann kriegt das halt. Naja, was soll's. Gegner Gewinn verdient, weil ich einfach überhaupt nicht mehr frisch war im Kopf. Und von daher ist mir jetzt auch egal, wir haben Gold 1, fertig aus. Ich gucke es sicherheitshalber nochmal nach, dass wir auch im Monat Gold 3 sind, aber das sollte ja so sein. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch 4 Tore, dann machen wir einfach irgendeine billige Squad-Building-Challenge. Ja, Gold 2, sehr gut. Ich mache auch direkt jetzt in der Aufnahme keinen Bock, jetzt nochmal eine neue Aufnahme anzufangen. Ja, nicht Squad Building Challenge, sondern Squad Battles, das habe ich gemeint. Präsentiertes Team. Okay. Ist mir aber egal, ich will einfach nur ein super billiges Team. Hier, das ist gut, das sieht gut aus. Und aktuelle Auswahl Anfänger, genau das will ich haben. Mehr brauche ich nicht. Ich will so viele Tore wie möglich schießen. Und wir machen es auch mit der Calcio A. Ich will nicht, dass Brand jetzt hier Tore geschenkt bekommt. Aber da fliegt ja eh raus, von daher. So, ich hoffe mal, wir schaffen jetzt in einem Spiel hier 4 Tore. Aber gut, wir haben es ja auch geschafft, 8 Tore, glaube ich, zu schießen bei... Was war das? Profi, glaube ich. Und das ist jetzt Anfänger, das soll ja eigentlich kein Problem werden. Vor allem bei dem Team, aber krass. Hör mal, Lewandowski von drin, ne? While Lewandowski appears. Was ist denn da los? Der Rest aber Hauptsache Bronze, Schrott. Spiel direkt damit offensiv, damit ich mehr Action habe von. Wahrscheinlich wird es jetzt schwer, sich hier zu konzentrieren, auch wirklich anständig zu spielen. Wenn man es nicht wirklich ernst nimmt. Hätte ich, glaube ich, in die kurze Ecke schießen sollen. Oder Schlenzen. Icardi? Ja, okay, 1-0. Logischerweise verfällt jetzt die Statistik vom Calcio A-Team, aber ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Ich habe kein drittes Team, was ich für sowas benutzen könnte. Das ist so krass, wie schlecht die spielen. Das ist ja echt krass. Man kann ja quasi einfach durchlaufen. Nice. Kann ich eigentlich abbrechen nach 4 Toren und kriege ich das dann trotzdem gewertet? Die 4 Tore. Ich glaube, ich werde nicht abbrechen, aber es wäre mal interessant zu wissen. Sind doch einfach viel langsamer. Okay. Aber erstmal 4 Tore schießen, ne? Wie soll ich jetzt hier bei 2 hängen bleiben und dann noch ein Spiel machen müssen? Bitte. Was mache ich denn, wenn ich 4 Tore drin habe? Ich glaube, ich schieße dann keine mehr. Um halt die Statistik nicht ganz so sehr zu verfälschen. Geil. Ich frage mich, ob es echt Spieler gibt, die nicht mal gegen das Team gewinnen. Also, wenn du noch nie FIFA gespielt hast, noch nie einen Controller in der Hand gehabt hast, dann ist es natürlich so ungewohnt. Da könnte das sogar sein. Aber ich denke, wer schon mal FIFA gezockt hat, das sollte eigentlich auf dem Niveau immer gewinnen. Es wird auf garantiert auch Spieler geben, die das spielen, weil die es geil finden, wenn sie halt einfach 10-0 gewinnen oder so schöne Tore schießen können. So, 4. Tor. Hat El Shaarawy mal noch eins bekommen.
Kann das sein, dass wenn man X drückt, ganz schnell nach dem Torschuss, dass sie dann den Jubel machen, den sie auch im Realen meistens nehmen? Kann das sein? Weil El Shaarawy macht hier immer die Winnerfaust und Icardi macht immer das könnt ihr mich hören. Ich muss mal mit einem anderen noch ein Tor schießen. Brozovic ist glaube ich einfach so gerutscht. Ich muss mal mit jemand anders ein Tor schießen. Ich schieße mal mit Philippe Andersson eins. Wollte flach schießen, aber hat irgendwie meine zweite Schusseingabe nicht angenommen, deswegen hat er dann hochgeschossen. Ja, er schießt. Ach du Scheiße. Er schießt ja mit Philippe Andersson eins und dann gucken wir mal, was der macht. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal in Position kommen, so. Ah, der macht den Jubel, okay. Kann natürlich sein, dass es auch Zufall ist, aber dann mache ich glaube ich jetzt in Zukunft immer das, weil dann sieht man mal ein paar unterschiedliche Jubel. Ich nehme jetzt mal einen anderen Spieler, mit dem man ein Tor schießt, da haben wir wenigstens was zu tun. Icardi hatte jetzt schon welche. Nehmen wir mal Khedira. Okay, der war jetzt krass, der Jubel. So, wen nehmen wir jetzt? So kriegt auch jeder einfach mal ein Tor. Da ist auch die Statistik ja nicht ganz so sehr verfälscht, wenn wir jetzt hier verschiedene nehmen. Strootmann als nächstes. Ach, der macht den. Okay, also das ist dann wahrscheinlich zum Teil Zufall. Vielleicht ist es bei den Spielern so, die keinen Signature Move haben, also die halt keinen typischen haben, dass die dann zufällig einen nehmen und die halt einen haben, wie wahrscheinlich Icardi mit dieser, ich kann euch nicht hören, die nehmen ja wahrscheinlich immer den gleichen. So, jetzt den nehmen wir jetzt. Jetzt müssen wir ja schon mit dem Verteidiger anfangen, oder? Vielleicht Außenverteidiger erstmal. Gulam. Wer denn? Khedira wieder. Okay, da macht den wie Khedira. Jetzt würde ich gerne Lichtsteiner nehmen. Vor allem, wir sind noch in der ersten Hälfte, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Müssen wir den Ball erstmal zu Lichtsteiner bekommen. Die machen zu oft den gleichen. Ich dachte, kommt ein bisschen mehr Auswahl. So, jetzt sind die Innenverteidiger dran. Koulibaly als erstes. Das ist schwer, den kann man nicht so gut dribbeln, das Problem. Ah,
machen dann ziemlich oft den ähnlichen Schal. Ich habe gehofft, dass dann wirklich eine größere Auswahl ist, aber die machen sehr oft den ähnlichen. Ich nehme jetzt trotzdem noch den anderen. Scheiße, wir haben noch eine komplette Halbzeit, ey. Dieses Tore schießen frisst ja auch mega Zeit. Aber dann wird einem eigentlich erstmal bewusst, wie einfach das ist, 40 Tore zu schießen, wenn man diese Squad Battle Challenges nimmt, weil wir haben jetzt 10 in einem Spiel und würden hier wahrscheinlich 20 hinbekommen. Ach, ich Idiot, ich will doch mit dem Innenverteidiger einschießen. Dann machen wir noch eins mit dem Torhüter und dann haben wir alle durch. Nee, nicht viel zurückgehen, Musacchio, sehr gut. Weil er auch flach schießen, dann hat ihn irgendwie hochgeschossen. Oh, jetzt muss ich ihn wieder von hinten herholen. Yay! Erste Halbzeit geschafft. 10-0, das erste Zweistellige, aber das Ergebnis ignoriere ich. Das werde ich auch nie in meine Rechnungen hier, höchstes Ergebnis etc. bla bla mit reinnehmen. Das höchste Ergebnis war, glaube ich, ein 8-0. Oder ein 8-1, ich weiß gerade gar nicht. Manu! Jetzt rennt er halt wieder zurück, jetzt muss ich ihn erst wieder anspielen. Hör doch mal auf, ich muss noch ein Tor schießen. Oh Gott, wie schwer das dann erst mit dem Innenverteidiger, mit dem Torhüter werden wird. Ach so, wenn man Elfmeter kriegen, dann wird es auch leicht. Fuck, jetzt rennt er wieder komplett zurück, ey. Also haben wir wenigstens eine Aufgabe. Hä? Hab ich doch einen Lauf geschickt. Jetzt. Boah, er hält mal ein, was ist denn da los? Ohne Scheiß, ich habe auf Passen gedrückt, nicht auf Schießen. Warum schießt denn der? So, irgendwo hier ist Musashi auf jeden Fall. Ich glaube, die 4. Das hier müsste sein. Ja. Manu! Ich glaube, Musacchio musste noch nie in seiner kompletten Karriere so viel rennen und in den Lauf gehen, wie er das jetzt hier in dem Spiel machen musste. Na also, es wird aber auch Zeit. Ach, Manu. Na egal, ein noch. Der Torhüter. Das wird lustig. Wenn wir da Pech haben, kriegen wir noch ein Tor, weil das Tor leer ist. Kann man Torhüter auch einen Lauf schicken? Nee. Krass. Man kann Torhüter nicht einen Lauf schicken. Ich hab's gerade probiert. Das heißt, ich muss so mit ihm laufen. Oh, das wird schwer. Eine richtige Aufgabe. Weil ich kann den Ball nicht passen. Sobald er passt, rennt er ja wie ein Verrückter wieder zurück. Ich glaube, ich kann den auch nicht anspielen. Also ich glaube, der lässt sich nicht anspielen dann. Oder haut den Ball einfach weg oder irgend so ein Dreck. Tja, das ganze Spiel noch mal von vorn. Hat auch keine Ausdauer mehr. Logischerweise.
Nein! Oh, ich Idiot, war zu riskant von mir. Sorry, Donnarumma, aber ich muss es probieren. Auch wenn du keine Pace mehr hast. Mist, der erste Angriff war irgendwie leichter mit ihm, weil er hat halt noch Ausdauer gehabt. Jetzt hat er auch plötzlich wieder welche, ich weiß nicht wieso, und Donnarumma holt ihn sich direkt wieder. Stimmt, wenn ich einen Elfmeter provoziere, dann kann ich ja mit Donnarumma den Elfmeter schießen. Aber ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. So, hat der jetzt wieder volle Ausdauer? Ich sprinte doch die ganze Zeit. Hä? Er hat jetzt immer volle Ausdauer, obwohl ich sprinte. Ich verstehe das. Ist das ein Bug? Jetzt geht das wieder leerer. Jetzt habe ich eine Ecke, aber Moment mal, jetzt kann ich doch mir zumindest den Torhüter holen, um die Ecke zu treten. Da ist er ja wieder hier. Dann müsste ich ihn ja direkt wieder anspringen können und dann haben wir ihn. Hallo, es muss mal einer kurz kommen. Ich muss einfach irgendwie probieren. Oh, Felipe, du Trottel! Ich habe mir gerade den Ball geklaut. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Donnarumma. Wir hätten halt echt versuchen sollen, Elfmeter zu provozieren. Aber ich glaube, dafür sind die gar nicht aggressiv genug. Ich probiere es jetzt einfach mal. Kommt her, greift mich an. Naja, es wird nichts. Die sind nicht aggressiv genug dafür. Einen Versuch habe ich vielleicht noch. Fuck, es war so knapp. Komm, einen Versuch habe ich noch. Ja! Mit dem Torhüter ein Tor geschossen. Okay, und da können wir keinen Jubel sehen, weil der andere ihn auf den Buckel springt. Aber egal, Donnarumma hat das erste Tor gemacht. Nice. Sehr geil. Tor seiner Karriere, also wenn er überhaupt noch mal irgendwie eins schießen sollte. So, spielt halt auch vorbei, haben wir es geschafft, 12 Tore, neuer Rekord, wichtig. Und wir haben es außer halt am Anfang haben wir mit jedem, also wir haben mit jedem Spieler im Verein, im Team haben wir ein Tor gemacht. Dafür müsste es eigentlich die fette Belohnung geben. Oder habe ich jemanden vergessen? Brozovic hatte doch auch schon eins, oder? Ja, es hat jeder ein Tor. Sehr geil. Icardi als einziger 2. Vorlagen. Ach Gott, Icardi hat jetzt 7 Scorerpunkte. Gut gemacht. Oh, das werde ich natürlich nicht rausrechnen, aber ich werde mich immer daran erinnern. Okay, es waren viele, in dem Fall 7. Und auch bei den anderen. Aber gut, auf die Menge von Spielen, außer bei Icardi jetzt vielleicht, macht es dann auch nichts mehr. Aber naja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viele Punkte wir erstmal bekommen. 671 ist gut. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was für eine Belohnung wir jetzt bekommen für die 40 Tore. Oh, wir haben aber noch ein paar andere Sachen geschafft. Verdammt, wir hätten mal noch versuchen können, 2 Tore nach Ecken zu machen. Das war doch ebenfalls ein Gemisch der Verträge. Aha. War doch ebenfalls eine Voraussetzung. Gebt mir bitte Goldverträge. Oh, krass, wirklich 3 Goldverträge. Nice.
Wochenaufgaben 2. Vier Ecken, ach, das war mir dabei. Sehr cool. Zwei Spielerset. Oh, da kann alles drin sein, Freunde. Come on, einer selten. Komm, gib mir den geilen Dreck. Gib mir den geilen Scheiß. Komm, es wäre jetzt ein perfekter Abschluss für die Weekend League. Komm schon. Gib mir geilen Scheiß. Come on, Baby. One time, please. Let it rain. Und wenigstens Leinwand. Leinwand! Nee, doch nicht. Oh, ich dachte ja, ein Leinwandspieler. Scheiße. Arangis, cool. Ah, da ist der andere ja ein seltener Silberspieler wahrscheinlich. Ja. Der nichts wert ist, so wie der aussieht. Na naja, komm, für 500 bin ich bereit, den loszuwerden. Zwei Spielerset, auch nur ein zwei Spielerset. Ich hätte ein Gold erwartet. Aber egal, vielleicht haben wir jetzt hier den geilen Shit drinne. Come on, Baby. Komm schon, wenigstens einen seltenen Goldspieler, bitte. Wieder nicht. Scheiße. Das ist ja eh nichts wert. Ja, für 500 wird man ihn wahrscheinlich losbekommen. Ich mach's mal. Der wird eh nie irgendwas wert sein. Sechshundert, okay, dann verkaufen wir auch den für 500. Schade, schade, schade. Ich habe mir echt mehr erhofft. Der muss ich mal überlegen. Das sind ja weniger Coins, als wenn ich 1400 Coins bekomme, die man ja auch teilweise für Wochenaufgaben bekommt. Toll. Egal, bis zum nächsten Mal. Die Folge ist so schon lang genug. Tschüss, tschüss. Und mal gucken, ob ich noch eine Aufnahme mache, bevor wir zur nächsten Weekend League kommen. Ansonsten gibt es dann wieder Aufnahmen bis zur nächsten, also für die nächste Weekend League. Tschüss.